Ich hier wieder mit dem 52. Tutorial und heute habe ich mal vor, irgendwie sowas in einer klitzekleine Serie zu machen. Halt sinnlose Maschinen, die sinnlos sind. Und zwar 3 Stück. Also wird es davon 3 Folgen geben. Und das hier ist die 52.1. Folge. Und das erste, was es gibt, ist eine Maschine, die Kisten zerstampft. So ein paar Leute können die kennen die vielleicht schon. Andere vielleicht auch nicht. Okay. Hauptsächlich die Leute, die meinen Stream gucken, kennen das wahrscheinlich. Also, erstmal macht ihr so einen scheiß fucking Ring. Dann macht ihr auf der Höhe ungefähr so eine eine Platte halt. Das halt auch noch auf der anderen Seite irgendwie einen hinpacken. Wenn man die jetzt gescheit dreht. Moment. Ich glaube, mit dem World Tool ist das ein bisschen einfacher. So. Ja. So. Irgendwie so. Muss nicht perfekt sein. Jetzt gucken wir, dass ihr die richtig positioniert. Geht auf Physical Properties. Nehmt euch das, packt hier Super Ice rein, Gravity Toggle, obwohl das eigentlich egal ist. Und dann nehmt euch eine Kiste, um zu testen, ob das Business läuft. So wie diese hier. Also, genau diese hier. Die werden wir nämlich benutzen. Ja, und wir haben ein kleines Problemchen. Nehmt den Stacker und gucken wir, dass hier da so ein, auf der Höhe ungefähr, so ein Käfig irgendwie baut. So. Jetzt, wenn das da reinrutscht, dann bleibt es da auch irgendwie. Gut. Als nächstes nehmt ihr euch eine ziemlich große Platte. Also eigentlich, ja. Ihr nehmt diese hier, okay, gut. Das genau zu machen, obwohl es eigentlich ziemlich unnötig ist, das genau zu machen. Könnt ihr das in No Collide machen. Hier mit dem Access Tool an die Sache gehen. Ah, fuck, man. Tu das Not. Ich will, dass das genau ist. So. Packt das dann so hier hin. Nehmt euch einen Slider. Macht ihr den irgendwie mit Rechtsklick da drunter. Macht das Access-Ding wieder mit R weg. Schiebt das irgendwie in die Luft. Muss schon relativ hoch sein, ehrlich gesagt. Irgendwie so hoch vielleicht. Macht das Slider weg. Weldet den Kack zu den restlichen Kack. Vielleicht auch zum Boden. Jetzt nehmt ihr euch einen Getränkeautomaten. Den spackt ihr so darunter, irgendwie, dass er halt möglichst da rein geht. So, ne? Nehmt ihr euch das Slider-Tool, macht ihr oben drauf Rechtsklick und schiebt das dann hier an die Decke. So ungefähr. Irgendwie so. Muss jetzt nicht genau sein. Es wird später noch alles eingestellt. So, als nächstes nehmt ihr das Hydraulik-Tool und das ist wichtig, dass ihr das fixed wegmacht, weil wir ja schon den Slider haben. Es kann sein, also ich hab jetzt irgendwie komischerweise, wenn ihr einen Slider nehmt und einen Hydraulik, der nicht fixed ist, dann ist es weniger wahrscheinlich, dass es verbuggt ist. Das ist irgendwie ein bisschen komisch, aber naja, es funktioniert und deswegen werde ich das jetzt nicht weiter in Frage stellen. Einen Controller brauchen wir auch noch. Ihr könnt euch irgendwo hier noch eine Platte hinmachen, wo dann halt die ganze Kacke drauf kommt zum Steuern. Vielleicht hier irgendwo eine hinmachen. Ungefähr so. Pack den Controller drauf. Ja, wie süß. So klein und putzig. Jetzt brauchen wir einen Prop Spawner. Also geht auf Wire. Nehmt euch den Prop Spawner. Schießt mal auf die Kiste, die ihr rumliegen habt. Sollte gucken, dass Automatik Undo Delay aus ist, weil brauchen wir eh nicht. Macht das hier so am Anfang von der, von der Rutsche. Und jetzt brauchen wir einen Knopf, der Toggle ist. Den könnt ihr irgendwie Start, nee, nicht Muffin, Start, hier. Den packt ihr da einfach irgendwo drauf. Und jetzt nehmt ihr euch das Expression 2 Chip Ding, weil ich zu faul bin, jetzt hier so einen Haufen Chips hinzuklatschen für so eine sinnlose Maschine. Das ist der falsche Code. Ich schreibe mal einfach einen neuen. Gut, ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Das ist so groß, wie es geht, also muss das jetzt reichen. Ja, besser geht's nicht. Ach ja. Ich denke mal, ihr könnt das erkennen. Und wenn nicht, der Code steht in der Beschreibung für die ganzen faulen Säcke unter euch. Also, Inputs ist der Knopf, also irgendwie, ne? Können wir auch Knopf nennen. Outputs ist der Hydraulik. Oder ja,
Hydra, ihr könnt es auch einfach Hü nennen. Und natürlich das Spawn-Ding. Hier packen wir mal Tick rein, das kann ich gleich noch erklären eventuell. Vielleicht bin ich auch zu faul, um das zu erklären. Intervall 1000. Na, ich werde das sowieso noch alles erklären, ne, was das alles macht, ne. Für alle Leute, die so ein bisschen E2 verstehen wollen, die können das dann sich auch noch angucken. Das werde ich aber am Ende erklären, glaube ich. So, also als nächstes würde ich sagen, if Knopf gleich 0, dann Reset. Das heißt, wenn der Knopf nicht gedrückt ist, dann wird der Chip die ganze Zeit zurückgesetzt, damit da halt nichts läuft. Okay, gut. So, if Tick gleich 1, dann wird Spawn gleich 1. If Tick gleich 2. Hü gleich, keine Ahnung wie viel, 500 oder so, vielleicht ein bisschen übertrieben. Nehme ich einfach mal. If Tick gleich. Ah ja, und hier können wir auch noch ein Komma hintermachen. Spawn gleich 0. So, if Tick gleich 3. Hü, ich habe sie glaube ich Hüt genannt, obwohl da oben Hü steht. Ne? Hü gleich 0. Und Tick gleich 0. Und am Ende kommt Tick gleich Tick plus 1. So, jetzt speichern wir das unter einem sehr professionellen Namen. Also, ne, hier sind, ich glaube die Outputs sind klar. Das Tick steht hier einfach nur unter Persist, damit das hier nicht als Output oder als Input irgendwie angezeigt wird, obwohl das halt irgendwie als Variable trotzdem benutzt wird. Ne? Intervall ist, dass es halt jede Sekunde einmal diesen Code hier überprüft. Und das macht jetzt halt folgendermaßen, ne? Das hier habe ich schon erklärt. Der überprüft also, ob dieses Tick hier auf 1 ist, das ist grundsätzlich erstmal beim ersten Durchlauf, ich glaube, das ist grundsätzlich auf 0. Und dann beim ersten Durchlauf wird es auf 1 gesetzt und beim zweiten Durchlauf überprüft halt das hier, dann wird die Kiste gespawnt. Wenn die Kiste dann da rumliegt oder so, wird halt der Hydraulik auf 500 gesetzt und Spawn wird wieder auf 0 gesetzt, damit es da keine Fehler gibt. Und bei Tick 3 wird halt der Hydraulik wieder auf 0 gesetzt und der Tick wird auf 0 gesetzt. Und dann geht's hierzu und hier wird halt immer beim jedem Durchgang der Tick um 1 erhöht. Und wenn man hier das Tick auf 0 setzt, wird es beim nächsten Durchgang, also geht dann halt die Zeile runter und dann setzt das wieder auf 1. Ne? Und deswegen muss hier 1 stehen und nicht 0. Ich habe es auf die harte Tour gelernt, aber naja, ihr wisst jetzt Bescheid. Sowas, mit der Methode kann man alle möglichen Sachen automatisieren. Das ist auch die Hauptmethode, die jetzt in dieser Tutorial-Reihe benutzt wird. Ne? Alles klar. So, dann können wir jetzt mal hier hinklatschen, hoffen, dass er funktioniert. Ja, sieht gut aus. Jetzt können wir das entsprechend wiren. Also Spawn geht zu Spawn und Length vom Hydraulik geht zu Hü. Und natürlich Knopf geht zum Knopf. So, jetzt können wir erstmal alles anfreezen, hoffen, dass das Business läuft. Können wir gleich den Chip noch ein bisschen erweitern. Ich habe da nämlich noch was vor. Jetzt können wir gucken, ob es geht. Ja, einigermaßen. Wird vielleicht ein bisschen früh zerquetscht. Das kann man natürlich noch verändern, indem man halt den Spawner so ein bisschen mehr in die Mitte setzt. Hey, geh kaputt. Was ist das? Alter, ist die unzerstörbar. Fick dich. Okay, die ist defekt. Die müssen wir setzen. Ah, das sieht schon besser aus. Okay, also irgendwie so, ne? Und jetzt ist diese Maschine fertig. Sie wird Kisten zerquetschen, bis die Welt untergeht. Aber wir können natürlich die noch ein bisschen erweitern, indem wir einstellen, dass er zählt, wie viele Kisten zerquetscht werden. Da der Chip immer wieder zurückgesetzt wird, wenn der Knopf aus ist, würde ich sagen, machen wir das so, dass wir einfach nochmal extern einen Increasement-Chip irgendwo hinsetzen. So. Auch noch ein Constant Value irgendwo hin. Ja, mal sehen. Da. Den machen wir auf 1. Spacken wir dann da hin. Dann nehmen wir, gehen wir nochmal hier eben auf Expression 2 und machen hier noch ein Output hin und zwar ich sag einfach mal A, weil ich zu faul bin, das jetzt hier richtig einzuschreiben und so. Kommen wir hier am Ende, wo die Hydraulik auf 500 gebracht wird, können wir da nochmal schreiben A gleich 1 und hier können wir dann schreiben A gleich 0. Dann können wir speichern, hier irgendwo hinscheißen und so. Irgendwie wollte ich das ja am Ende erklären. Egal. So, CLK geht jetzt hier zum Expression 2 Output A. Und Reset können wir eigentlich lassen. Wir werden es eh nie wieder zurücksetzen. Und Screen können wir jetzt hier machen. Irgendwie
mit von wegen tote Kisten. Und die können wir natürlich jetzt hier irgendwo anders. Ich meine, wir können das jetzt hier verwiren, ne? Okay, alles klar. So, wenn wir jetzt das Ding laufen lassen, werden hier permanent Kisten zerquetschen. Es wird gezählt, wie viele tote Kisten es gibt. Die Stücke hier können übrigens einen Server so ein bisschen zum Laggen bringen, aber halt auch nur, wenn der Server extrem scheiße ist. Meiner zum Beispiel laggt kein Stück. Yeah. Gut, naja, so viel zum 52.1. Tutorial. Viel Spaß mit dem Ding. Denk mal, die macht genauso viel Sinn wie meine Videos.